Ich werde oft gefragt, was unterscheidet euch denn eigentlich von den Grünen? Was unterscheidet euch eigentlich von der FDP? Was unterscheidet euch eigentlich von allen anderen Parteien? Deswegen in diesem Video einfach kurz, was ist Volt und was unterscheidet uns von den anderen Parteien? Zunächst ein ganz wichtiger Fakt ist, dass Volt die einzig echte gesamteuropäische Partei ist. Wir sagen auch schon mal gerne paneuropäische Partei. Das bedeutet, der Name Volt mit demselben Logo und vor allem auch mit demselben Grundsatzprogramm gibt es in ganz Europa, in jedem europäischen Staat. Und das bedeutet, wir haben eine klare Linie, die grenzenlos ist. Familien, Unternehmen und Freundeskreise sind schon europäisch, die kennen keine Grenzen mehr. Und so ist auch unsere Politik. Wir wollen die Lösungen unserer Zeit grenzenlos gestalten. Sei es Energie, sei es Migration, Wirtschaft. Es gibt so viele Punkte, die wir nur gemeinsam lösen können. Und das ist schon mal der größte Unterschied zu allen anderen Parteien. Natürlich haben wir ein sehr nachhaltiges ökologisches Programm. Da sind wir den Grünen vielleicht in manchen Punkten sehr nah. Wir sind aber deutlich pragmatischer und wir sind auch nicht ganz ideologiegetrieben. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die bestehenden AKWs noch zur Energiesicherheit genutzt werden. Und auch gerade in Belgien, zum Beispiel unser Nachbarland hier, hat Atomstrom. Ich persönlich bin kein Freund des Atomstroms, aber es ist pragmatisch, dass wir darüber diskutieren, ob er zur Sicherung unserer Energieversorgung zumindest noch dient, damit wir das aufholen, was nämlich, nächster Unterschied, Schwarz-Gelb über die Jahrzehnte zusammen mit der SPD einfach nicht hinbekommen hat, regenerative Energien ausbauen. Im Gegenteil, Schwarz-Gelb hat mit seiner Abstandsverschärfung von mindestens 1000 Metern dafür gesorgt, dass viel zu wenig Windkrafträder alleine in NRW gebaut werden können. Gäbe es diesen Erlass nicht, wären wir bis schon viel, viel weiter. Nun stehen wir vor dem Dilemma, dass selbst die Unternehmen ein Riesenproblem haben, ihre Existenz gefährdet sehen und das, obwohl die Wirtschaftsparteien schlechthin gesagt haben, wir machen das. Also kurzum, wir sehen uns nicht in diesem Rechts-Links-Spektrum. Das heißt, wir möchten sachlich an die Themen herangehen, uns das Beste, was es in Europa und darüber hinaus gibt, nach NRW holen, nach Deutschland holen, nach Europa holen und darauf adaptieren, dass es unsere Probleme löst. Und das ist übrigens möglich. Nicht umsonst heißt es Digitalisierung in Dänemark. Denn auch das ist etwas, was leider alle anderen Parteien überhaupt nicht mit im Landtag haben, ist digitale Kompetenz. Das erlebe ich persönlich, da ich auch beruflich dort tätig bin, im Breitbandausbau. Das heißt, diese gesamten Parteien haben alle in ihren Wahlprogrammen durchaus gute Punkte. Das will ich gar nicht und werde ich gar nicht wegdiskutieren. Aber am Ende des Tages sind sie sich einfach zu schade, über ihren Schatten zu springen und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Das erlebe ich im Regionalrat zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich ändern möchte. Ich möchte sachlich bezogen Politik gestalten. Und das will Volt auch. Und deswegen bin ich bei Volt. Denn Volt versteht sich als eine Partei, die evidenzbasiert handelt, die aber auch wertebasiert handelt und das versucht zusammenzubringen. Und das unterscheidet uns tatsächlich bis jetzt von allen anderen Parteien. Und deswegen haben wir so einen Zulauf. Deswegen sitzen wir schon mit über 100 MandatsträgerInnen in ganz Europa, und zwar im Europäischen Parlament, im niederländischen Parlament, im bulgarischen Parlament und zum Beispiel auch in Köln, Bonn und in Düsseldorf, in Aachen, in Münster, in Siegen, in Frankfurt, in Darmstadt. Und ich könnte jetzt noch viel, viel mehr Städte aufzählen und da sind wir nicht einfach Opposition, sondern wir gestalten mit, wir sind Teil des Mehrheitsbündnisses. Und das ist man nicht, wenn man irgendwer ist, sondern wir sind die erste gesamteuropäische Partei und das unterscheidet uns.